Wer ist denn da? Die Klimakrise. Podcast for Future. Ermöglicht vom Klima- und Energiefonds. Hallo Lilly, schön, dass du mich in Linz besuchen kommst. Hallo Lars. Ja, ich bin noch nie in Linz gewesen. Bin voll gespannt. Ja, und heute haben wir sogar Glück mit dem Wetter. Es ist so der schöne Herbsttag. Ja, richtig schön. Und keine Ahnung, wir sind am Hauptplatz. Ja, was sagst du? Ja, was sagst du vom Hauptplatz? Was hast du für Eindrücke? Ja, also ich finde es echt schön, dass da viele Bäume sind. Überrascht mich, so mitten in der Stadt drinnen. Ja, in so riesigen Bottichen, gell? Ja, und echt viel los auch. Also es bewegt sich alles, es sind Autos da, es sind Straßenbahnen da, es ist ja direkt die Haltestelle. Das ist das Komische irgendwie auch in Linz, dass Autos über den Hauptplatz fahren dürfen. Ja, macht das Ganze nicht unbedingt entspannt. Wie fühlst du die? Findest du Linz lebenswert? Ja, ich lebe mein Leben lang schon da und ich bin es gewohnt, es ist schon stressig, vor allem ich fahre echt gern da mit dem Rad überall und das Hinkommen zu kulturellen Erlebnissen, die es in Linz echt viel gibt und die Angebote sind sehr vielfältig. Es ist alles sehr stressig die ganze Zeit überall, muss ich da ehrlich gestehen. Ich finde aber Linz dennoch liebenswert. Ja, es wäre für mich jetzt mal spannend, was andere Linzer dazu sagen eigentlich. Ja, was? Es ist gerade die WeFair bei uns in Linz im Design Center. Das ist eine Messe, da geht es ums nachhaltige Miteinander. Fragen wir dort einfach die Menschen, was für sie eine Stadt liebenswert macht. Ja, da findet man sicher wen Interessanten. Was macht eine Stadt liebenswert? Also ich finde Grünflächen und Parks und offene öffentliche Plätze. Ja, für mich macht der Stadt lebenswert die grünen Flächen in der Stadt und die gemütlichen Plätze, also Bänke und so Dinge, die zur Kommunikation einladen. Ich würde sagen, viele verschiedene Läden, die einen interkulturellen Austausch anbieten, die wahnsinnig unterschiedlich sind. Für mich macht es eine Stadt lebenswert, wenn ich genug Grünfläche habe, in der ich auch mal Auszeit von dem ganzen Tumult in der Stadt haben kann, vor allem als Student. Viel Kultur, viel Diversität und ein gutes Miteinander. Ein gut ausgebautes Öffi-System. Ich würde sagen, die Menschen, die da leben, prägen ja irgendwie das Bild der Stadt und gute Restaurants. Vegane Restaurants vor allem. Für Grünflächen und coole Einkaufsmöglichkeiten. Ja, wenn weniger Autos fahren, weil da einfach mehr Platz ist, dass man andere nice Sachen machen kann. Ja, Lars, also was ich mir jetzt daraus mitnehme, die Menschen wünschen sich vor allem Grünflächen und Plätze, wo sie einfach sein können. Und auch der Verkehr ist vorkommen, also weniger Verkehr, mehr Grünflächen. Aber der Klimawandel bringt ja ganz neue Herausforderungen für die Stadt. Das wäre mir richtig interessant, da einen Experten zu fragen. Ja, Lilly, wir haben Glück. Linz hat seit neuestem einen Stadtklimatologen, der heißt Johannes Horak. Das ist eben der Linzer Stadtklimatologe und mit dem dürfen wir jetzt auch gleich über die Stadt Linz sprechen, wie sie lebenswert bleibt mit der Herausforderung Klimawandel und ja, wir außerdem mit uns über die Zukunft sprechen. Ja, da bin ich ja voll gespannt. Ja, Johannes Horak ist mein Name, bin Stadtklimatologe bei der Stadt Linz und in der Funktion befasst mit stadtklimatologischen Gutachten zu Bauvorhaben, die kommen sollen, aber auch mit weiteren Projekten im Umfeld von Klimaschutz und Klimawandelanpassung. Inwieweit hast du da in deiner Aufgabe irgendwie Kontakt zu Politikern der Stadt Linz? Mit der Umweltreferentin sehr viel, weil die ressortzuständige Stadträtin für uns ist. Linz ist ja jetzt gerade eine Baustellenstadt, würde ich jetzt einmal sagen. Man denkt an die Westumfahrung, ans Stadion, das gerade abgerissen worden ist, an die Tabakfabrik. Über welche Bauvorhaben hast du schon mitbestimmen und Anführungszeichen dürfen? Mitbestimmen würde ich jetzt nicht direkt sagen. Wir haben zum Beispiel ein Projekt im Haselgraben begutachtet in dem Umfeld, wo eben eine gewisse Bauhöhe vorgesehen war. Wir haben dann auch mit dem Bauherrn nochmal darüber diskutiert. Haselgraben ist eine wichtige Kaltluftschneise für Linz und das wird jetzt in einer geringeren Höhe entsprechend umgesetzt. Bedeutet, dein Wort hat schon auch Gewicht für die Stadt Linz, klimatisch irgendwie angenehmer für die Menschen zu machen?
Also ich mache die Gutachten, ich sage, was aus stadtklimatologischer Sicht sinnvoll wäre, und es macht dann später die Abwägung, ob das da aufgenommen wird oder nicht. Du bist seit Juni 2020 im Amt, und da war das große Thema eben die Stadtklimaanalyse. Mhm. Die ist meines Wissensstands jetzt auch schon fertig. Die ist fertig, ja. Willst du uns darüber was erzählen, was hat die ergeben? Wie soll man sagen, damit man effizient und zielgerichtet Maßnahmen zur Anpassung setzen kann, ist einmal wichtig, dass man den Ist-Zustand, sage ich mal, kennen vom Stadtklima. Und grob weiß man immer, Stadthitzeinseln und so, ja, gibt's. Wo genau die sind, wo der Handlungsbedarf am dringlichsten ist, das ist zum Beispiel was, das uns die Stadtklimaanalyse zeigt. Ich glaube, intuitiv als Linzer die innere Stadt ist, glaube ich, eh bekannt, dass man da im Sommer ein bisschen ja, Hitzeprobleme hat. Es wird natürlich, wenn man dann in die äußeren Bezirke geht, Bößlingberg, dann natürlich auch durch die Höhe und durch die stärkere Durchgrünung weniger Hitzeinseln. Also es sind auch weniger Gebäude, die Wärme speichern könnten, oder die Oberflächen, die das ebenfalls gut absorbieren. Mhm. Was ganz wichtig rauskommen ist, zum Beispiel sind die Bedeutung für die Grünflächen im Innerstädtischen, da fallen die Parks darunter, die da einfach Ausgleichsräume bieten in solche Hitzephasen, aber auch der Grüngürtel um Linz im Endeffekt. Ist Linz stadtklimatologisch vergleichbar mit anderen Städten in Österreich zum Beispiel? Mir wird jetzt auf Anhieb Graz einfallen. Das hat den Grund, dass Linz ein an der Beckenlage liegt. Die ist in Graz natürlich ausgeprägter. Bei uns ist es in Linz im Norden herum, die Ausläufer der böhmischen Masse, da gehören dazu der Böstlingberg, der Pfenningberg, der weiter im Osten natürlich ist, und alle die Gipfel, die da rundherum sich ziehen, und der Bauernberg, der ist ja auch mitten in der Stadt. Und die Auswirkung, die das hat, ist, dass man in den nördlichen Bezirken eine schwächere Durchlüftung hat und in ähnlichen Graz natürlich alles eins an der Beckenlage ist, dadurch diese sommerlichen Hitzephasen nur mehr verschärft. Sommerliche Hitzephasen ist ein gutes Stichwort. Ja. Also die Klimakrise wird ja immer greifbarer. Prognosen sagen sowas in Richtung 2,7 Grad Erwärmung vor der Industrialisierung im Vergleich dazu. Kann Linz, wenn das dieser Fall eintritt, dieser realistische Fall, weil es kann natürlich höher und dann niedriger werden, aber dieser Mittelwert, sage ich einmal, wenn das eintritt, kann Linz dann überhaupt lebenswert bleiben? Ich glaube, da muss man jetzt nur kurz nachkorrigieren mit den Zahlen, weil 2,7, das ist, glaube ich, der globale Mittelwert, wo momentan gerechnet wird, dass wir uns hinbewegen. Mhm. Für Österreich werden wir da eher bei über 4 Grad liegen. Okay. Wenn man jetzt in Österreich das Mittelsjahr anschaut, dann werden wir in Linz nur ein bisschen drüber sein. Also das sind keine so guten Aussichten. Aber gerade deswegen ist ja die Klimawandelanpassung so wichtig, dass man schaut, dass man selbst unter solche Bedingungen die Lebensqualität hält. Kann da jetzt kein Gradzahl sagen, was man da abfangen kann. Aber wenn man verschattete Bereiche in der Stadt hat, da kann man da schon einiges bewirken damit. Und mit ist natürlich nicht das einzige Bäume pflanzen. Die Durchlüftung muss gewährleistet sein. Und aber das sind die zwei großen Themen, die es so gibt, stadtklimatologisch, durch Lüftung und Bäume und Fassadenbegrünung. Das ist jetzt gar knapp zusammengefasst, würde ich sagen. Es spielt schon natürlich mehr, der Versiegelungsgrad spielt natürlich eine große Rolle, aber das können auch bewusstseinsbildende Maßnahmen haben, wenn man mit Bauträgern über die Thematik redet. Die haben das manchmal vielleicht auch noch nicht so am Schirm. Mhm. Und durch Gespräche kann man dann natürlich auch Vorschub leisten, dass das bei Projekte bei Neuem mehr mitgedacht wird. Und ja, also es ist facettenreicher, als es jetzt nur auf Bäume und Durchlüftung runterzubrechen, aber das sind so die griffigeren, eingängigeren Teile. Die globale Klimakrise braucht ja lokale Lösungen auch, wo man es irgendwie jetzt nur wenig gehört haben. Zum Beispiel, wenn du bei einer Gemeinderatssitzung dabei wärst und einen Vorschlag machen willst, okay, das machen wir statt Linz, das bringt viel, das ist das, was wir jetzt brauchen, was wäre das? Das ist genau das, was wir uns in dem Projekt anschauen wollen, aber, und ich will es nicht unbedingt vorgreifen, aber intuitiv würde man natürlich sagen, der Verkehr ist ein großer Hebel, wo man ansetzen kann, wo man viel mit wahrscheinlich relativ geringem Aufwand gut machen kann. Andere Sektoren, die einem da einfallen, sind natürlich die Gebäude, wenn es um den Wärmebedarf geht, den Energiebedarf, dass man da auf nachhaltig umstellt, PV-Anlagen installiert. Wenn man jetzt ein paar Jahrzehnte fast schon zurückgeht, die Solar City zum Beispiel ist auch schon mit dem im Kopf natürlich gebaut worden, dass man da das auch macht. Das wäre natürlich gut, wenn man jetzt die Dachflächen, die man in Linz hat. Was ist die Solar-City für alle, die das wissen? Entschuldigung, das ist so ein Stadtteil im Linzer Süden, in Ebelsberg draußen, der auch noch ja, nachhaltige Gesichtspunkte im Endeffekt entwickelt worden ist. Das ist ja schon irgendwie vorgedacht, und da kommen wir gleich zum nächsten Thema, nämlich eine Vorzeigestadt aus stadtklimatologischer Sicht in Europa oder auf der Welt. Wo
funktioniert stadtklimatologisch schon besser als in Linz? Wo kann man sich was abschauen? Man kann sich überall was abschauen. Man muss ja gar nicht aus Österreich unbedingt rausgehen. Es kommt immer darauf auf, was für einen Aspekt man schaut. Was mir recht gut gefallen hat, ist zum Beispiel Freiburg im Breisgau. Die haben, also gibt es nicht nur dort, aber auch dort einen teilweise autofreien Stadtteil, der heißt Vauban. Es wird entsprechend kontrolliert, dass tatsächlich kein Auto auf einige dieser Bewohner angemeldet ist. Da hat man dann auch relativ großzügige Freiflächen natürlich, die man anders nutzen kann in dem Gebiet. Mhm. Scheint auch gut zu funktionieren und ist natürlich ein Modell, das man sich überlegen kann, ob man, ja, ob man sich abschaut, sage ich mal. Außer autofrei, wo kann man sich, also was, welche Fahrzeuge statt oder was gibt's noch? Mir gefällt zum Beispiel Barcelona auch recht gut, das geht jetzt auch ein bisschen Richtung autofrei, aber nicht ganz. Ich weiß nicht, ob so die Superblocks schon was gehört haben, wo man eben so große Viertel zusammenschließt und die Durchzugsstraßen stark verkehrsreduziert zu Einbahnen macht. Dann und die Parkplätze natürlich auch entsprechend reduziert. Und durch das gewinnt man dann natürlich wieder Platz, den man verwenden kann für Bäume, für Cafés zum Beispiel, für öffentlichen Raum, einfach den man so eigentlich zurückgewinnt. Und das ist schon was ich sagen würde, dass die Lebensqualität natürlich immens steigert. Wenn ich jetzt mit meinen Kindern auf die Straßen gehen kann, oder in dem Fall eigentlich auf die Fläche vom Haus, weil es nicht mehr unbedingt dann eine Straße ist und man nicht ständig Gedanken machen muss, ob die ja, über den Haufen gefahren werden, auf die Straße laufen oder sonst irgendwas. Ja, dann sind wir schon beim letzten Thema, also wunderbar übergeleitet. Nee, Sie haben es ja schon angeschnitten, ja, das macht für Sie sicher eine Stadt lebenswert, indem halt viel Fläche vor dem Haus ist, wenig Straßen. Was gibt's noch, was eine Stadt lebenswert macht? Das ist immer das, was mir natürlich einfällt mit Kindern. Wenn man sich jetzt überlegt, an was für Plätze muss man sich die wenigsten Sorgen machen oder wie kann ein Kind so die sanfte Mobilität da halbwegs gefahrfrei leben, sprich zum Beispiel das Radfahren erlernen, dann muss man fast in Parks gehen, damit man das ja einfach mal gefahrfreier üben kann. Aber natürlich, und das ist dann eh das nächste Thema, was für mich auch lebenswert macht, einfach nicht auf ein Auto angewiesen sein letztlich. Dass ich die Möglichkeiten habe, dass ich mit sanfter Mobilität, qualitativ hochwertiger sanfter Mobilität, das heißt die Fußwege natürlich auch entsprechend attraktiv gestaltet sind, da fällt dann auch wieder Verschattung zum Beispiel drunter, meine Wege zurücklegen kann. Das wären zwar so große Punkte. Und die Luftqualität spielt natürlich eine Rolle, was auch alles, es greift alles ein bisschen ineinander, die Sachen der Stadt lebenswert machen. Ja, Lilly, Grünflächen finden viele Menschen wichtig und sogar der Stadtklimatologe rechnet Grünflächen ja voll die große Bedeutung zu. Was mich auch voll überrascht hat, sind das Konzept der Superblocks. Ich würde das in Linz extrem cool finden, wenn es das auch geben würde. Viel Platz und sowas, vor allem als Kind. Ich habe in einer Siedlung gewohnt und das hätte mir echt gefallen, wenn es da noch viel, viel mehr Platz gegeben hätte. Was mir jetzt aber auch noch interessiert, Lilly, ist Herausforderung Klimakrise. Und wir haben jetzt schon viele Herausforderungen gehört, die Städte zu bewältigen haben. Aber es gibt ja so viele Expertinnen da noch jetzt auf der WeFA. Was sagen die dazu? Ja. Würde mich auch interessieren, aber dann würde ich sagen, dann gehen wir einfach nur mal rauf, hauen uns nur mal ins Geschehen und fragen nach. Los geht's. Hallo, wir sind jetzt gerade auf der WeFA-Messe. Wer sind Sie denn? Stellen Sie sich vor. Mein Name ist Doris Fall. Ich arbeite ehrenamtlich für den Elektromobilitätsclub. Wir beraten rund um das Thema Elektroauto und Mobilität. Was denken Sie, ist die größte Herausforderung für eine Stadt im Hinblick auf die Klimakrise? Die Verkehrswende, die Verkehrs- und Mobilitätswende. Elektroautos alleine sind in der Stadt nicht die Lösung. Ja, wir müssen schauen, dass in der Stadt weniger Autos fahren, mehr öffentlicher Verkehr, ein großes Umdenken in der Bevölkerung und ein bisschen weg vom Auto. Das Elektroauto als umweltfreundliche Lösung für dort, wo es nicht anders geht, also für Lieferungen, für den ländlichen Bereich, wo noch kein öffentlicher Verkehr möglich ist, dort brauchen wir das Elektroauto. Wir stehen jetzt da gerade bei Fridays for Future. Magst du dir mal vorstellen, für was steht sie? Ja, hallo, also ich bin die Franziska, ich bin 15 Jahre alt und Fridays for Future ist eine Klimabewegung, die auf der ganzen Welt existiert. Und wir sagen einfach, die Politik muss endlich handeln, weil uns rennt die Zeit davon. Wir haben gerade mit dem Elektromobilitätsclub geredet und die haben uns gesagt, dass sie die größte Herausforderung in der Verkehrswende sehen. Was sagst du dazu? Ich sage das genauso. Ich finde, es hat aber viel, viel Vorteile, wenn wir Verkehrswende haben, also mehr Öffis. Weil erstens kommt dazu halt der Klimafaktor.
Es zeigt aber auch, dass wenn wir zum Beispiel die Parkplätze, die momentan nur genutzt werden, in der Zukunft für, keine Ahnung, für Parks oder so verwenden können, steigt das so die Lebensqualität voll weiter. Und was würdest du sagen, siehst du als die größte Herausforderung? Ich glaube, global gesehen ist das die Energiewende, also dass wir von Kohle und Öl und so wegkommen und auf erneuerbare Energien umsteigen. Wir stehen jetzt gerade da beim Simon mit Global 2000. Simon, was macht ihr? Hallo, ja, wir sind da auf der WeFair, haben nur einen Infostand und klären über Umweltthemen auf, sammeln Unterschriften gegen ein Atomkraftwerk. Sehr cool. Und dann hätte ich eine Frage, wir waren jetzt gerade bei Fridays for Future und wir haben Sie gefragt, worin Sie die größte Herausforderung für Städte in der Klimakrise sehen. Und die haben gesagt, die Energiewende, beziehungsweise haben wir auch über die Verkehrswende gesprochen. Wie siehst du das? Also ich persönlich kann da nur zustimmen. Also die Energiewende und die Verkehrswende machen sicher einen großen Teil aus in der Stadt. Und ja, das ist sicher eine große Herausforderung, aber machbar. Und dann lasse ich dich nur ganz direkt antworten. Was ist die größte Herausforderung für eine Stadt in der Klimakrise? Ja, wir haben natürlich den Verkehr, wir haben die Energie. Ich glaube auch, dass es Plätze braucht in der Stadt, also die Bodenversiegelung. Mhm. Es braucht Begrünung in der Stadt, es braucht Beruhigung in der Stadt. Es hängt natürlich auch stark mit dem Verkehr zusammen. Also das sehe ich zusätzlich zu den vorher genannten auch als Herausforderung eigentlich. Ich stehe jetzt gerade da mit der Miriam von Green Start. Magst du vielleicht kurz erklären, was ihr genau macht? Ja, hallo, ich bin die Miriam vom Klima- und Energiefonds und ich arbeite unter anderem am Programm Green Start mit. Das ist ein Startup Accelerator, wo wir jährlich 10 Startups fördern. Und wir haben jetzt gerade vorher mit Global 2000 geredet und sie gefragt, was für sie die größte Herausforderung für eine Stadt in der Klimakrise ist. Und da ist die Antwort gekommen, dass neben Energie- und Verkehrswende, aber vor allem auch Flächen in der Stadt wichtig sind. Also im Punkt jetzt Bodenversiegelung, aber auch Plätze und Räume zu schaffen, wo sich Menschen wohlfühlen und wo auch einfach ja, grün sein kann. Was sagst du dazu? Also ich denke, gerade in Städten wird es eine ganz große Herausforderung sein, die Wärmewende zu schaffen. Ansonsten ist natürlich auch Klimawandelanpassung ein ganz wichtiges Thema. Eben, wie schon angesprochen, auch die Flächenversiegelungen, dass sie eben zurückgehen, dass man schaut, dass es Grünflächen gibt, einfach mehr Lebensraum auch für Menschen schafft, weniger Parkraum, mehr Raum, um einfach miteinander leben zu können in der Öffentlichkeit, auf öffentlichen Plätzen. Ich denke, das sind die, so die zentralen Faktoren, die für eine Stadt sehr, sehr wichtig sind. Und dann nur ganz konkret die Frage, wo siehst du die größte Herausforderung für eine Stadt in der Klimakrise? Also wenn du die jetzt festlegen müsstest auf eines? Ich denke, die größte Herausforderung ist, dass das, was die Wissenschaft weiß, was wir tun sollen, auch politisch machbar wird. Und das ist speziell in Städten, wo viele Menschen aufeinandertreffen, wichtig. Wir stehen jetzt da gerade bei der Elisabeth bei Südwind und ich würde die ganz kurz bitten, dass du vielleicht kurz erzählst, was ihr so macht bei Südwind. Ja, hallo. Südwind ist eine Bildungseinrichtung. Also wir informieren über die Lebensweisen und hauptsächlich aber auch über die Produktionsweisen der Menschen im globalen Süden. Und wir haben gerade mit Green Start geredet und haben sie gefragt, was für sie die größte Herausforderung für eine Stadt in der Klimakrise ist. Und da haben wir die Antwort bekommen, dass es vor allem herausfordernd ist, zu schaffen, dass die Wissenschaft in der Politik gehört wird. Also, dass das, was wir wissen, dann tatsächlich auch umgesetzt wird. Was würdest du dazu sagen? Also ich bin eher weniger jetzt davon überzeugt, dass die Wissenschaft für mich jetzt so eine wesentliche Schnittstelle ist, sondern mir war es mehr Anliegen, die Wirtschaft da und die Umweltbedürfnisse zu verknüpfen. Dass sozusagen Wirtschaft sich mehr den Umweltbedingungen anpassen muss, also was sind wirklich für Ressourcen da, in was für einer Form können wir und dürfen wir diese Ressourcen der Natur nutzen? Wie geht sich das für Generationen, die auch nach uns dann noch auf unserem Planeten gut leben wollen, aus? Wie können wir wirklich schauen, dass das in ein Gleichgewicht kommt? Dass Gewinn nicht nur materiell und finanziell betrachtet wird, sondern das Gewinn betrachtet wird, in dem, wie gut leben wir Menschen mit unserer Umwelt, sozial miteinander. Das ist sozusagen für mich die größte Herausforderung unserer Zeit. Ich bin da gerade mit Josef und vielleicht stellst du dich kurz vor, was machst du auf der WeFair? Für was bist du da? Ja, hallo, grüß dich, ich bin der Josef Rehberger, bin 25 Jahre alt und wir sind von der Produktionsgewerkschaft da, um auch faire Arbeitsbedingungen aufzuzeigen und auf jeden Fall gegen Kinderarbeit einzutreten.
und einfach auch herzuzeigen, nachhaltiges Leben heißt auch fair mit Arbeiterinnen und Arbeitern umzugehen. Und wir haben gerade mit Südwind gesprochen und haben sie gefragt, wo sie die größte Herausforderung für Stadt in der Klimakrise sehen. Und da ist rausgekommen, dass der Wertewandel in der Wirtschaft ganz wichtig ist. Also dass man eben weggeht von diesen Gewinnstreben und mehr hin zu einem guten Umgang mit der Natur. Wie stehst du dazu? Ja, die Klimafrage ist natürlich eine der wichtigsten in den nächsten Jahrzehnten. Es geht um unser aller Leben. Was mir wichtig ist, dass man da nicht ständig ausspült, die Klimakrise mit die Arbeitsplätze, das heißt, was man von der Wirtschaft hier immer und immer wieder hört, wenn wir aufs Klima schauen, dann kostet das meistens Arbeitsplätze oder sie hauen Leute aus oder sie wandern ab aus Österreich. Hier muss man einfach aufpassen, Arbeitsplätze zum sichern und auch wirklich nachhaltig für gute Arbeitsbedingungen einzustehen. Aber definitiv muss man sagen, man muss die Arbeiterinnen und Arbeiter mitnehmen, denn wenn wir es auf dem Rücken derer machen, dann wird es ein soziales Ungleichgewicht geben, das wir so nicht mehr erheben werden. Und würdest du dann auch sagen, dass du darin die größte Herausforderung siehst, also dass man das eben sozial gerecht gestaltet, so ein Umstieg? Ja, sehr gut, ist die größte Herausforderung, das sozial gerecht zu machen. Denn gerade die ganzen Statistiken zeigen uns an, dass eigentlich gerade reiche Leute am meisten CO2 produzieren und da dürfen wir das nicht auf dem Rücken der Leute machen, sondern hier geht es um soziales Gleichgewicht. Hallo, wir sind jetzt wieder am Punkt Null unserer kleinen Umfrage und zwar wieder beim Elektromobilitätsclub und reden jetzt mit Max. Und zwar haben wir gerade die Produktionsgewerkschaft gefragt, was sie als die größte Herausforderung für Stadt im Hinblick auf die Klimakrise sehen. Und die haben vor allem den sozialen Aspekt von so einer Wende hervorgehoben. Also dass es vor allem wichtig ist, dass da in diesem Umschwung, den wir ja brauchen, und da war große Einigkeit auch unter den Ausstellern, dass man da achten muss, dass eben das sozial gerecht gestaltet wird. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Und ich meine, wenn wir von der Stadt reden und von der Verkehrswende in der Stadt, hat man da, glaube ich, einen sehr guten Hebel, weil was kostet denn sehr viel? Der Individualverkehr kostet sehr viel, das heißt, das Auto kostet sehr viel. Das heißt, gerade in der Stadt hat man die Möglichkeit, auf öffentlichen Verkehr umzuschwenken und das ist politisch wäre sehr gut steuerbar. Und genau hier könnte man Sozialausgleich sehr, sehr leicht schaffen, indem man eben genau die niederen Einkünfte Vergünstigungen gibt. Und Gott, das Auto kostet sehr viel. Also weg mein Auto aus der Stadt und ich glaube, das wäre schon ein Teil der Problemlösung. Also wir sitzen jetzt bei der Donau, wir haben uns ein bisschen aus dem Trubel von der Messe herausgestohlen und genießen jetzt gerade das Grün und einfach ein bisschen Stille rund um uns herum. Und ich lasse gerade den Tag Revue passieren, Lars. Und ja, ich glaube, was für mich am spannendsten war, war ganz am Schluss diese Experten zu interviewen nochmal auf der Messe. Und dass tatsächlich jeder auf den anderen eingegangen ist und dass sie wirklich was zu den Herausforderungen der anderen gesagt haben. Und aber trotzdem dann jeder nochmal eine individuelle Herausforderung gestellt hat, wo man wirklich sieht, wie tiefschichtig einfach dieses Problem Klimakrise ist und dass eigentlich in allen Lebenslagen da Handlungsbedarf besteht. Was ist für dich das Spannendste, was du da mitnimmst aus dem Tag? Spannendste vielleicht nicht, aber ich habe einfach gelernt, dass es wichtig ist, Expertinnen zuzuhören, nochmal mehr, weil so viel gelernt, einfach weil ich zugehört habe und einfach das auf mir wirken lassen habe. Und klarerweise die Verkehrswende ist mir natürlich im Kopf geblieben, Autos weg und Autos aus dem Stadtbild zu verbannen, ist halt irgendwie die Challenge der nächsten Jahre. Apropos, da drüben fragt gerade ein Autofahrer, der schaut, siehst du das? Der schaut, ein bisschen pissig aus. Oh, der schaut echt ein bisschen wütend aus. Ich glaube, der hat einfach gerade keinen guten Podcast. Ja, zumindest nicht unseren. Ja, ich hoffe, unsere Hörer sitzen sehr entspannt, wo auch immer sie sitzen. Ja, das hoffe ich auch. Und auch wichtig ist, was auch viel gesagt worden ist, gute Kultureinrichtungen, Musik. Und ich glaube, Musik ist ein gutes Stichwort. Ja, ich glaube, wir steigen jetzt nur mal ein in unsere Musik. Dann würde ich sagen, danke an alle fürs Zuhören. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Und es war uns eine Freude. Danke. Danke.
Mm-hmm.